Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend und ich freue mich, dass so viele heute gekommen sind, trotz dieser Einschränkungen. Stichwort Einschränkung. Sie dürfen jetzt, wo Sie sitzen, Ihre Gesichtsmaske abnehmen, wenn Sie möchten. Wenn Sie sie anbehalten wollen, ist Ihnen das natürlich auch unbenommen. Sobald Sie sich bewegen und auch wenn Sie nur kurz hinausgehen, setzen Sie bitte Ihre Maske wieder auf. Also darum möchte ich Sie bitten. Ja, also es ist eine außerordentliche Freude, Margot Bilz zu meiner Rechten und Christiana Persson noch weiter rechts hier auf der Bühne zu begrüßen. Okay, gut. Ja, also Margot Bilz, also als wir hier reingingen, sie hat offensichtlich Fans und sie wurde auch sofort um ein Autogramm gebeten, hat sie dann auch gemacht. Und sie meinte, das ist wunderbar, wunderschön, dass das jetzt auch so passiert. Wenn es zu viel werden würde, dann wäre es nicht mehr so wunderbar, aber es ist diese Freude und ich würde sagen, diese Freude auch um eine Anerkennung, die ja nicht immer so selbstverständlich war. Sie ist 1936 in Haarlem in den Niederlanden geboren und seit 1954 in Wien. Auf ihrer Webseite, ich fand das ja interessant, dass da eine Biografie von Doris Krumpel verfasst, kann man lesen, dass Margot Bilz zu den Konzept- und Medienkünstlerinnen der ersten Stunde gehört. Dem ist nichts hinzuzufügen, würde ich komplett unterschreiben. Und sie ist auch eine Computerpionierin. Und wir sitzen ja hier in einer Ausstellung, wo auch nicht nur neue Lehr- und Lernmethoden, sondern wo man auch medial, also auch in Bezug auf neue Technologie, neue Wege beschritten hat. Darüber werden wir dann auch noch sprechen. Aber jedenfalls auch in Österreich, Margot Bilz, ganz vorne mit dabei und sehr früh sich mit Medien befasst, wo andere noch gar nicht daran dachten, welchen Stellenwert diese einmal einnehmen werden. Was man auch noch unter dieser Biografie von Doris Krumpel geschrieben lesen kann, Margot Bilz ist radikal, aktionistisch und feministisch im besten Sinn und selbstreflektiert. Also, die öffentliche Anerkennung ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Ich habe mir die Ausstellungsliste angeschaut und in der Tat, das sind die letzten 10 Jahre, wo, also es... So viel? 14? Ja, ja, also es sind die letzten, also ich würde sagen... Jahre. Ja, also mir ist aufgefallen, dass so langsam steigt und es häuft sich regelrecht. Also es ballt sich, je näher wir an die Gegenwart herankommen. Und das gipfelte dann auch unter anderem 2019 in den Kulturpreis des Landes Niederösterreich. Das ist ein Würdigungspreis für bildende Kunst. Und auf der Webseite wiederum ist ein Video zu sehen. Und die Freude, also ich fand das so unglaublich großartig. Man sieht die Freude, also auch dieses Tanzen mit diesem Preis. Ja, genau. Also da merkt man auch diese Freude über die Anerkennung. Denn das war nicht immer so. Und davon handelt auch, neben vielen anderen Dingen, der Film, den wir heute sehen, von Christiana Persson mit, also dieses mit ist sehr entscheidend, mit Renate Bertelmann, mit Karin Mack, mit Linda Christanell, Margot Bilz und Lore Heuermann. Und das ist auch schon eine Verbindung zur Ausstellung, in der wir sitzen, zu CalArts, das California Institute of the Arts, denn am CalArts gab es ein Feminist Art Program und das wurde von Miriam Shapiro und Judy Chicago 1971 ins Leben gerufen und was daran bemerkenswert ist, also wir werden da sicher noch darauf zurückkommen, dass es ein kooperatives Programm war. Also es ging auch darum, ein Bewusstsein zu schaffen, also das Stichwort war Consciousness Raising, also auch sich genauer anzuschauen, wie sind strukturelle, systemische Geschlechterungerechtheiten, Asymmetrien, Ausschluss auch von Künstlerinnen aus dem damaligen Kunstbetrieb und auch diese Frage, das Bewusstsein dafür zu schärfen, für diese Ausschlussmechanismen, aber auch zu sagen, was sind denn nun weibliche Erfahrungen, wie schauen denn weibliche Lebenswelten aus, das zu reflektieren und auch in die eigene Arbeit in die künstlerischen Arbeiten hineinzunehmen. Und hier hat man eine ganze Wand, die vorne und hinten, also auf der Vorder- und Rückseite von genau
dem spricht. Und die geschlechterbezogenen Asymmetrien, die gibt es bis zum heutigen Tag. Das Einfließen von weiblichen Erfahrungen, also auch Lebenswelten, die Reflexion darüber, das ist auch wesentlich etwas, was im Film »Sie ist der andere Blick« von 2018 vorkommt. Ich entschuldige mich gleich, also bei Christiana Perschon habe ich schon gemacht, aber auch bei Ihnen. Wir zeigen Ausschnitte aus dem Film, also zunächst mal ungefähr 10 Minuten den Beginn und dann noch einen Teil, wo Margot Pilz vorkommt. Es ist deshalb nicht adäquat, den Film müssen Sie im Kino sehen. Ich frage Sie jetzt mal, weil er war schon mal in Graz zu sehen, anlässlich der Diagonale. Hat ihn vielleicht schon jemand gesehen von denen, die hier sitzen? Ja, das ist erfreulich. Also der Film ist nicht nur, der ist in vielerlei Hinsicht großartig, auch das werden wir vertiefen. Aber jetzt 3 Schlagworte, kollektiv, kollaborativ und mehrstimmig. Und es kommen 5 Künstlerinnen vor, die in den 70er Jahren ganz entscheidend auch für ja, die feministische Bewegung, nennen wir es mal so, die Frauenbewegung waren. Sie sind alle zwischen 1936 und 1943 geboren. Und ja, sie sprechen, aber sie sprechen nicht nur, sie zeigen auch etwas. Bevor wir mit dem Film beginnen, kurz noch zu Christiana Perschon. Sie ist nicht nur Filmemacherin, sie ist auch Künstlerin und Kuratorin. Also sie agiert auch auf verschiedenen Ebenen und hat auch mit ihren Filmen einige Preise gewonnen. Es gab auch mehrere Stipendien und also auch wichtige Festivals, auf denen sie vertreten war. Also ob das jetzt Oberhausen oder auch die Vision du Riel in der Schweiz, die Viennale, nicht zu vergessen. Und bei der Diagonale gab es auch einen Preis, Best Camera Award. Ja, und ich würde sagen, das ist jetzt die richtige Einstimmung für den Film, für die ersten 10 Minuten. Wir würden dann unterbrechen, fangen an zu sprechen und zeigen dann den nächsten Teil. Trinkst du noch einen Tee? Ja. Wunderbar. Die Situation in Wien, so wie ich es erlebt habe, ich habe mich erinnert und habe gefragt, wie das so ist mit einer Ausstellung. Und der hat damals gesagt, es soll doch erst mal 40 werden und dann kann man darüber reden. Und dann gab es Galerien, die gesagt haben, einmal im Jahr eine Frau ausstellen reicht. Oder wir stellen doch keine Frauen aus. Ich kann mich erinnern, in der kleinen Galerie hatte ich eine Ausstellung da im 7. Bezirk und dann kamen 2 Männer rein und der eine sagt, ach, ich stand da gerade zufällig, sagt, ach, der Heuermann, das gefällt mir ja ganz gut. Und ich ganz stolz und ganz blöd gehe da hin und sage, der Heuermann, das bin ich. Ne? Und sagt, ach, entschuldigen Sie, gnädige Frau, Frauen sammeln wir nicht oder kaufen wir nicht. Wo ich auch gedacht habe, ja, so funktioniert's. Und ich habe von Anfang bei jeder Documenta immer gezählt, wie viele Frauen es gibt. Auch in jedem Museum. Das war schon eine Manie, die ich gar nicht ablegen konnte. Weil mir war das schon klar, dass die Frauen nicht dieselben
gibt ja auch nicht so viele. Auch jetzt, die Export ziehen sie immer aus der Tasche und ab einem bestimmten Zeitpunkt auch die Lasnik. Als ob es nur zwei gäbe, nichts dagegen. Nicht? Also einmal in einem Jahrzehnt eine Frau reicht anscheinend. Ich würde ja nichts sagen, wenn die Typen so viel besser wären, nicht? Es ist auch so formuliert worden, dass Frauen nicht kreativ sein können, dass die also durch die Mutterschaft definiert sind, nicht? Wo ich denke, was soll die Scheiße? Es hängt wirklich nur da von der Resonanz ab. Wenn wir keine Resonanz kriegen, dann kriegen wir keine Möglichkeiten. Dann sind wir nicht vorhanden. Die ersten zwei Jahre, als ich kein Kind hatte, wenn man verliebt ist, nicht? Also ich habe dem das Frühstück ans Bett gebracht. Ich habe dem die Schuhe geputzt, die Hose aufgebügelt. Eigentlich hatte ich ziemlich bald schon keine Lust mehr dazu. Ich hatte sogar schon überlegt, mich zu trennen, weil ich gemerkt habe, das ist mir zu steil. Der wollte haben, dass ich so ein Hauswirtschaftsbuch führe mit Ausgaben, so mit selbst für Petersilie und sowas. Also da habe ich schon gemerkt, ist so gar nicht meins eigentlich, ja? Okay. Ich war mal bei einem Gynäkologen, habe ihn gefragt, wie das so ist. Keine Kinder sind. Der hat wirklich gesagt, lassen Sie es bleiben, dann kriegen Sie keine Kinder. War ja nicht so wie heute. Die Antibabypille gibt es in Österreich erst 64. Also ich habe 61, 62, 63 ein Kind bekommen. Ich war demonstrieren gegen Bestrafung bei Abtreibung auf der Kärntner Straße, wo die Frauen da im Pelzmäntel mir gesagt haben, sie Mörderin, sie, kann ich mich noch gut erinnern. Bisschen viel auf einmal, ne? Du kannst ja alles wieder schneiden. Wie es passt. Aber wenn ich mich hineinfasse, kommt die Leidenschaft. Ich kann es ja nicht mehr bremsen. Ich habe ja sehr lange Zen gemacht. Ich komme auch in diesen Zustand, wenn ich natürlich lange intensiv arbeite, in diesem fast entrückt sein. Wenn du diese Erfahrung mal gemacht hast, ich habe auch relativ lange gebraucht, um einen Orgasmus zu bekommen. Als ich den hatte, wusste ich, was gemeint war. Aber das kann dir ja auch niemand erklären. Das ist so ähnlich mit der Meditation. Wenn du mal diese Erfahrung gemacht hast, dann kannst du sie hervorholen als Erfahrung. Ich kann mich erinnern, dass der immer gesagt hat, bist du fertig? Und ich denke immer, wovon spricht er? Bist du fertig? Nicht? Also was versteht er darunter? Nicht? Ich wusste das ja nicht. Ne? Also wie beschreibst du das jemand anderen? Du verstehst doch nur die Dinge, die du kennst, oder? Das ist so ähnlich wie mit diesem Bewusstsein. Du siehst nur das, was du weißt. Da war ich ja Meisterin mit dem Selbstentwickeln. Das haben wir gelernt in der Grafische. Ein Jahr lang retuschieren, ein Jahr lang vergrößern, das war wirklich Schule. Gut, also ich wollte unbedingt Fotografie lernen. Dieses Machotum hier war gewaltig. Und ich habe nach einem Jahr meinen Vater gebeten, dass ich aufhören kann hier. Er hat gesagt, nein, du machst das weiter. Obwohl er es sehr klasse war, weil er immerhin gesagt hat, zuerst lernst du einen Beruf, dann wird erst geheiratet. Ja? Es gab so Sachen in der Grafische, dass ich also in die Dunkelkammer gehen musste, um zu entwickeln. Und mir der Professor nachgegangen ist, zugesperrt hat und angefangen hat zu fummeln. Und ich also alles probiert habe und gesagt habe, dass er das ja nicht tut. Ich bin gerade verliebt und lassen Sie mich doch und so und ich kann jetzt nicht. Es war ja eine Gratwanderung. Also du musstest wirklich so, das wissen wir Frauen ja, wie das geht. Und du hast ja nur Männer gehabt. Ich habe ja keine Frauen, die dir gelehrt haben. Fotografie und alles, was ich gelernt habe, war von Männern. Es ist dann so gewesen, dass ich Aufträge bekommen habe, wie mein Kind so 2-3 Jahre war. Und ich habe in der Dunkelkammer gearbeitet, zu Hause, in der Küche.
alle diese entsetzlichen Chemikalien in der Küche, ja. Und dann haben wir den Vergrößerungsapparat und die Tassen wieder weggetan und dann habe ich wieder kochen können. Also so muss man sich das vorstellen. Es war mir alles wurscht, wenigstens kann ich arbeiten. Und so habe ich auch ein bisschen Geld verdient, aber es war natürlich nicht genug. Es war innerhalb der Frauenbewegung. Ich habe mich ja voll hineingestürzt und alles das, was auf mich zugekommen ist, habe ich eingesaugt, ja? Und ist in Form von künstlerischen Arbeiten wieder rausgekommen. Es war Futter, 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 Futter. Und ich habe auch gar nicht mehr gesagt, jetzt mache ich feministische Kunst. Ich mache einfach das, was mir unter den Nägeln brennt. Damals hat man als lehrbeauftragter Assistent nicht wahnsinnig viele Stunden gehabt, so über 20. Nach diesen Unterrichtsstunden habe ich die Akademie verlassen und habe gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und habe das nötige Geld dafür gehabt. Und das hat mich sehr, sehr gestärkt. Nicht? So à la Virginia Woolf, 5 Guineas a year in a room of one's own. Also das stimmt wirklich. Ja? Natürlich war das ja die 68er-Bewegung allein politisch, hat es ja gebrodelt, nicht? Und der Aktionismus, aber der hat mich auch damals schon rein vom Gefühl her überhaupt nicht interessiert. Das waren Männer, die Frauen waren Objekte und ich habe mich da überhaupt nicht gesehen drinnen. Ja? Diese Aktionen in der Uni, alles super, ja? Ich meine, war wichtig, ja? Aber für mich selbst war das keine Nahrung. Das hat erst dann nach 1970 so begonnen, wie zum Beispiel in Wien die erste politische Frauengruppierung entstand, ist die AUF, Aktion Unabhängiger Frauen. Ja. Und nach dem Diplom als Lehrbeauftragte auf der Akademie, das hat mir alles Kraft gegeben, jetzt einmal um mich herumzuschauen. Ja. Was ist denn da eigentlich los? Es muss ja mehr Künstlerinnen geben, sind die genauso unglücklich wie ich, wissen die nicht, wie sie heißen und was sie tun und in welche Richtung es geht und so. Und das ist allen so gegangen, bis man schließlich getroffen hat. Ne? Da war ich noch nicht in der künstlerischen, feministischen Szenerie. Da, die war ja auch erst so im Entstehen. Nicht? Die Frauen haben alle gesagt, wo seid ihr und was machen wir? Wir haben ja ein ungemeines Glück gehabt. Das war einfach die Zeit reif für so Frauen wie Donal. Ja? Also das war zuerst die Staatssekretärin, dann ist sie Frauenministerin geworden. Und die haben wir natürlich kontaktiert, weil wir auch sozialpolitische Ziele gehabt haben. Und die Frau war unheimlich pragmatisch. Sie hat gesagt, schau meine lieben Künstlerinnen, ich verstehe von Kunst gar nichts, aber ich kann euch die Türe öffnen ins Ministerium zu den Stellen, die ihr braucht. Und das hat sie auch gemacht. Und da ist einiges durchgegangen. Und vor allem das Durchbuschen dieser ersten großen internationalen Frauenausstellung in Wien, in 20er Jahren. Kunst mit Eigensinn. Das ist 1985, glaube ich. Das ist die legendäre erste große Ausstellung. Kuratorinnen waren Wally Export und Silvia Eibermeier. Tasse Tee, ich habe einen fertig. In einer Biografie, wenn man über die eigene Biografie nachdenkt, dann weiß man, wie viel Vergangenheit in der Gegenwart ist, wie man sich damit auseinandersetzen muss. Also ich bin so mit so lauter so merkwürdigen Versatzstücken gespeist worden, die ich mir erst im Laufe der Zeit irgendwie zusammenbringen musste, um mein eigenes Verständnis von Frau überhaupt klar zu bekommen. Ich habe ja geglaubt, dass ich mich sozusagen in eine Schutzzone begebe, von der aus ich dann die Realität erobern kann. Aber die Realität war eben schon da. Die Schutzzone war null. Ja, das war eben das Problem, das ich dann in dieser Ehe lösen musste, indem ich dann letztlich die Ehe gelöst habe. Das war eine Demütigung sondergleichen. Ja, ich war volljährig, aber ich durfte nicht für meine Tochter einen Pass unterschreiben.
Also es war wie die Situation der Frauen in der Jahrhundertwende, die kein Wahlrecht gehabt haben, die ihre Meinung nicht kundtun durften, die unter die patriarchalische Gewalt des Mannes gestellt waren. Es hat ja eben auch geheißen, die Macht des Vaters oder sagen wir der Familie ist dann übergegangen in die Macht des Ehemanns. Also eine ständige Bevormundung der Frau, die mir aber sowas gegen den Strich gegangen ist. Ich habe mir dann gedacht, ich will jetzt einmal das ausdrücken, was in mir vorgeht. Wir haben ja zuerst immer gedacht, nur ich bin diese arme Benachteiligte, sondern das war ganz allgemein bei den Frauen so, dass Künstlerinnen also nicht einmal ein Viertel der Förderungen, Preise bekommen, Ankäufe, wie die Herren Künstler. Siehst du, da habe ich geschrieben, hast du den schon gesehen? Von 63 zum Beispiel ein paar Zeilen, ich weiß nicht, wie obergescheit ich damals war. Die Rechtfertigung der Formen ergibt sich daraus, dass ihre Realität ganz und gar auf Bezügen basiert und dass das Bild der Ort ist, wo diese Bezüge, von denen jeder willkürlich ist, zusammen eine Notwendigkeit bewirken. Diese Notwendigkeit ist die eines einmaligen Rhythmus, dessen Vorhandensein alle anderen Möglichkeiten, die bis dahin gleichbedeutend denkbar waren, vereitelt. Ein Bild muss in sich alle anderen Bilder, die es auch hätte sein können, töten. 63 aus dem Ideenbuch, da habe ich vom Film noch überhaupt also nichts gewusst. Ja? Habe ich sowas geschrieben? Ja? Ich habe nämlich dort angefangen zu schreiben schon über meine Arbeit selber, weil es niemand anderer so gemacht hat und weil es mir ein Bedürfnis war, das auszudrücken, was ich wollte. Das kann ja auch niemand wissen. Oder ich muss einen Standpunkt einnehmen, haben immer alle Männer zu mir gesagt. Also du musst doch wissen, was du tust, du musst einen Standpunkt einnehmen. Ja? Und ich habe dann das 1983 verfasst, ich muss einen Standpunkt einnehmen. Ich möchte Zärtlichkeit fühlen. Mein eigener Standpunkt. Von was willst du leben? Du kannst nicht leben von Malerei. Und das hat ja auch gestimmt. Frauen schon gar nicht. Ja? Aber ich habe das alles geschafft dann. Ja? Mit dieser Lebenskraft, ja, muss ich schon sagen, habe ich dann die Rolle nicht mehr gespielt. Ja, weder bei meinen Eltern noch die Rolle in meiner Umwelt. Weder mit Heirat und Kind, weder mit Berufstätigkeit. Ich habe also Malerei studiert und in der Akademiezeit, die moderne Kunst hat Österreich noch nicht erreicht an der Akademie der Bildenden Künste in keiner Weise. Wir haben einfach dauernd Akt- und Stillleben gemalt. Immer die Kanne. Weißt du, diese Stillleben. Ja, es war der Böckel, war damals Professor. Also der ist immer gekommen am Abendtag, hat sich neben mich gesetzt, Schenkel an Schenkel. Ja? Und hat angefangen, ihm meine Zeichnung zu zeichnen, mir erklärt, wie man das macht, Abendakt. Ja? Und nachdem das dauernd passiert ist, war ich einfach angefressen. Ja? Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe gesagt, ich möchte Sie bitten, Herr Professor, ich möchte nicht, dass Sie in meine Zeichnung zeichnen. Er war ganz weg, ja. Er hat es nie mehr gemacht. Naja, und die Professoren, die wollten mir nicht einmal schreiben, eine gute Botschaft für mein Paris-Stipendium, weil die haben gesagt, du kommst eh mit deinem Kind zurück. Sag ich, wieso? So haben sie mit mir gesprochen. Ja. Auf der Akademie war keine Gleichberechtigung. Dort habe ich gemerkt, dass man von mir Frau sein verlangt. Ja. Für die Gesellschaft politisch aktiv zu sein, für die Kunst, für die Wissenschaft, für alles das, ja. Das kannst du nur als Frau machen, wenn du mit der Sexualität irgendwann einmal zu Rande kommst. Weil die Erotik, die ist enorm wichtig. Ja, weil wenn die von den Männern okkupiert wird, bist du erledigt, ja. Ich kann es nicht vertragen, wenn die Bilder nicht stimmen. Ja, also welchen Bildausschnitt ich von was wähle, ist bereits die Aussage.
und wie das Bild überhaupt ausschaut. Ich filme ja nicht irgendwas, ich filme ja ein Bild, mit dem ich einverstanden bin. Und Liebe ist für mich etwas, wo ich mich vergesse und hingebe. Wo ich nicht mehr weiß, was ich jetzt mache, weil es mir so gut gefällt, sondern ich mache es einfach. Ja? Ich ziehe die Kamera einfach auf, weil dann kommt das nächste Bild und so. Ich denke überhaupt nicht. Ja? Da muss man wirklich in der Stimmung sein, auch absolut im Moment. Ja. Also der Film dauert insgesamt 88 Minuten, aber ich würde sagen, der Auftakt, also das war auch eine sehr gute Empfehlung, weil wir haben überlegt, was zeigen wir, wie viel zeigen wir, und diese ersten Minuten sind entscheidend. Das ist ein richtiges Statement, was da abgegeben wird, denn man hört die fünf Künstlerinnen, man sieht sie nicht, und das, was man sieht oder die Person, die man sieht, ist nicht eine dieser fünf Künstlerinnen. Das ist eine wichtige Entscheidung, würde ich jetzt mal sagen. Und ich würde jetzt zunächst mal gerne etwas über die Entscheidung hören, den Film so zu beginnen. Und auch vor dem Hintergrund des Genres, ich sage jetzt absichtsvoll Künstlerfilm. Ja. Also danke für die Einladung erstmal. Ja. Grundsätzlich hat die Überlegung, diesen Film zu machen, begonnen damit, dass ich Erfahrungsaustausch gesucht habe mit Frauen, mit Künstlerinnen aus den 70er Jahren, die sozusagen Kunstpraxis und politischen Aktivismus und Privatleben also verbunden haben in ihrem Sein. Und relativ schnell war klar, dass ich eine Mehrstimmigkeit haben will, also dass ich das jetzt nicht an einer Person aufhänge, sozusagen den Film und diesen Zeitgeist, den ich näher kennenlernen wollte, sondern es sind in dem Fall fünf Frauen geworden. Und es war auch recht schnell klar, dass ich mit einer Art Prolog anfange, das ist das, was wir jetzt gesehen haben, auf 16 mm gedreht, in Schwarz-Weiß. Da sage ich zur Materialität vielleicht nachher noch was, aber die Entscheidung war klar, dass es da eine kollektive Erfahrung gibt, die ich auch mit der ich auch den Film beginnen lassen will, denn im Verlauf dann gibt es ganz individuelle Slots für jede Künstlerin, ungefähr 15 Minuten oder so, wo ich dann allein mit der jeweiligen Künstlerin in meinem Atelier gearbeitet habe und gesprochen habe. Aber der Anfang war ganz wichtig, denn auch die Chronologie der Entstehung des Films war so, dass ich zu den Frauen nach Hause gegangen bin und lebensgeschichtliche Interviews geführt habe. Also bevor überhaupt ein Bild entstanden ist, also oder sich materialisiert hat, Bilder sind ja viele entstanden schon im Kopf während der Gespräche, habe ich die Frauen besucht und habe stundenlange Interviewmaterial zusammenbekommen und habe daraus dann eine wirklich sehr kondensierte, fragmentarische Form gewählt, nämlich diese ersten 12 Minuten, wo man nicht weiß, wer spricht, man weiß nicht, wie viele sprechen, aber es kehrt eben diesen kollektiven Gedanken hervor, dass zwar jeder ihre individuellen Erfahrungen gemacht hat, aber dass es da ein kollektives Problem ja auch gibt. Und gleichzeitig die Künstlerin, die die Leinwände hier grundiert, ist Iris Dostal, das ist eine Kollegin von mir in meinem Alter. Da war mir einfach wichtig, dass ich auf einer visuellen Ebene was ganz Meditatives wähle. Also dieses Leinwände grundieren ist ja auch eine Technik, die die Frauen damals, die sich für Malerei entschieden hatten damals, auch praktiziert haben. Und das heißt, ich wollte da anknüpfen mit einer Arbeitstechnik, aber gleichzeitig natürlich die Analogie mit der weißen Malerleinwand und der Projektionsleinwand im Kino und meiner Bolex-Kamera, die auf Film aufzeichnet, was auch Analogien mit dem Trägermaterial von Film und Leinwand also ergibt. Das sind jetzt vielleicht zu viele Details, aber das war für mich, also Details spielen in dem Film große Rolle, also eine gewisse Detailverliebtheit. Da war mir auch wichtig, dass diese Frau, Iris Dostal, quasi als Stellvertreterin für diese ältere Künstlerinnen-Generation auch steht im Film und dass man eigentlich als Zuseherin nicht weiß, ist das jetzt eine der Frauen, die spricht, ist das historisches Material, also das hat mir Spaß gemacht, eigentlich da eine Historizität reinzubringen, obwohl die Bilder 2018 entstanden sind und sozusagen ich mit einem historischen Medium da versucht habe, die Erzählungen der Frauen aus der Vergangenheit in eine Gegenwart irgendwie zu
aktualisieren. Ja. Ja, das ist insofern auch interessant, weil es einige Passagen gibt, wo das die manuelle Arbeit, also es ist zwar die Leinwand und es ist die Grundierung und es kommt etwas, aber das, was kommt, weiß man nicht, aber es ist dann auch harte Arbeit, Leinwände zu grundieren. Und das kommt dann ja auch bei manchen Passagen, wo die Person ausgeblendet ist, man sieht eigentlich nur mehr die Hand unterstreichen. Und ich würde auch sagen, in dem Film ist vermutlich gar nichts zufällig, weil er ist unglaublich präzise in der gesamten Komposition. Und die Leinwand, die Leere, das Weiß, also auch diese Projektionsfläche, klar, aber es ist auch ein Neuschreiben möglich. Ich kann etwas anderes hineinprojizieren. Und es ist tatsächlich, Sie werden es ja dann auch noch sehen, eine kollektive Erzählung geworden. Und das macht den Film auch sehr interessant, obwohl am Anfang hat man den Eindruck, es wird einem was vorenthalten, wie diese Erwartungen, auch mediale Erwartungen, wie schauen denn die Künstlerinnen aus, man hört sie. Aber man fokussiert die Stimmen und man kann sie auch dann unterscheiden. Und es kommt dann ja wieder zurück, wenn man sie sieht, teilweise sieht, dann erinnert man sich ja auch wieder. Also das ist dramaturgisch, die Wegnahme, die hat eigentlich eine große Reichhaltigkeit. Ja, also das war auch in meinem Sinne und ich glaube, es war auch eine bewusste Entscheidung, die Frauen nicht zu zeigen, während sie sehr persönliche Dinge erzählen aus ihrem Leben, weil ich da keinen Grund sah, da sie auszustellen sozusagen, mit den klassischen Talking Heads, weil wenn es um Sexualität geht oder was auch immer. Also und gleichzeitig gibt es auch sicher Geschichten, die an bestimmte Namen von den Künstlerinnen geknüpft sind. Manche kennen, manche nicht. Und ich wollte einfach so wie eine leere Projektionsfläche visuell, auch auditiv, irgendwie vorurteilsfrei und ohne ja, irgendwie einen Start, eine Neuschreibung auch, oder eine Umverteilung von Aufmerksamkeit erzeugen. Ja, und das ist auch wichtig, also jetzt vor allem, das hat ja auch mit medialen Erwartungen zu tun, also wie schaut jemand aus, Rückschlüsse zu ziehen, was sagt jemand, wie sieht jemand aus und dann auch sofort auch abzukürzen und das wird dann nochmal interessant, weil es ja ältere Künstlerinnen sind, also auch diese Frage, dieses über das Aussehen definiert werden, also das sind sehr kluge Entscheidungen, meine ich. Ich hätte jetzt noch eine Frage zum Titel, das ist ja auch, Sie ist der andere Blick. Dieses Sie. Ich habe mich über den Singular gewundert. Das ist das Einzige. Ansonsten finde ich das extrem interessant, weil es geht ja um Verschiebungen des Blicks. Und ich würde einfach jetzt gerne noch mehr von dieser Entscheidung hören, warum Sie und warum nicht Plural? Sie sind der andere Blick. Sie ist der andere also Blick. Ich habe das Sie nicht nur auf die Künstlerinnen bezogen oder auf die jeweilige Künstlerin, mit der ich mich beschäftige, sondern das Sie steht für mich für die Kunst oder meine Kamera, also mein Kamerablick, die Kamera oder auch mein Blick auf andere. Und dieses Sehen durch den Blick der anderen ist einfach von meiner Bildarbeit und Kameraarbeit ein ganz wesentliches Programm, möchte ich fast sagen, dass ich einfach versuche, dieses Sehen und Gesehenwerden zu generieren, also dass immer dieses Zurückschauen möglich ist von der gefilmten Person, dass man nie das Gefühl hat, dass es eine Blickrichtung nur ist. Wenn ich die Kamera auf jemanden richte, ist es ja eine klare, einseitige Blickrichtung, aber de facto ist es das nicht, weil es ja immer ein Gegenüber gibt, das zurückschaut und das ist mir einfach irgendwie wichtig gewesen und deswegen bezieht sich das Sie, ich wollte es auch ein bisschen sperriger haben, also Sie sind der andere Blick, das wäre sehr rund gewesen, also es wäre stimmig vielleicht runder gewesen vom Lesen, aber ich denke, wenn man Sie ist der andere Blick liest, stolpert man, oder wenn man es zweimal liest, stolpert man ein bisschen, weil es ist irgendwie so nicht, bisschen sperriger. Ja, ja, und ich fand jetzt interessant, was Sie sagen, dass es auch die Kamera ist, also dieses Filmreflexive, das, was ja auch für diesen Film extrem charakteristisch scheint, dass die Kamera auch dieses Sie ist und diese Spekulation, weil wenn man jetzt feministische Diskurse verinnerlicht hat, dann stolpert man ja sofort, ja, was ist das jetzt, das Sie? Ist das jetzt die Kategorie der Frau? Ist das die Kategorie der Künstlerin? Kann man eigentlich so heute nicht mehr denken. Und es ist aber interessant, diese Falle aufzumachen. Und dann zu sagen, ja, aber das ist da auch alles drin und da spreizt sich schon eine Menge auch in dieser Frage, wer ist dieses Sie? Ja. Frau Pilz, Margot, diese Frage des Kollektiven, Kollaborativen, die Mehrstimmigkeit, da spielte... Darf ich, Michaela, dieses ein Video machen? Kannst du das? Ja.
Gut, ein Video. Ja, also diese, jetzt kommen wir zu Intakt. Das ist etwas, was letztendlich Ihre künstlerische Praxis von Anfang an auch geleitet hat. Also seit dieses Engagement, also jetzt, ich würde sagen in den 70er Jahren, also vielleicht nicht ganz von Anfang an, weil Sie ja auch, haben ja erzählt, dass es da, es ist ja auch ein Prozess, den man selber durchläuft, aber in dem Moment, wo man sich auch, wo sich die Frauen auch zusammengeschlossen haben, also ausgelöst durch ein extrem unerfreuliches Erlebnis im Jahr der Frau, aber dann diese, das habe ich nicht erlebt. Genau, die Gemeinsamkeit und ja, auch diese Frage auch, was man gemeinsam erreichen kann. Und auf der Intakt-Seite heute steht ja noch interessant, dass es darum geht, das Konkurrenzverhältnis auch unter Künstlerinnen kommunikativ zu unterwandern und dass es um eine diskursive Gemeinschaft geht, um ein persönliches Erleben und feministische Kunstkritik verbunden. Würden Sie das so unterschreiben können, auch für damals, dieses gemeinsame Erleben, diesen gemeinsamen Raum? Wir haben sehr viel zusammen gemacht. Wir sind Nächte gesessen mit viel Zigaretten. Du hast dich gar nicht mehr gesehen, das war ja normal damals. Und auch trinken. Und wir haben unglaubliche Sachen also entwickelt, fantastisch. Also es war alles unheimlich Hirnarbeit, Baucharbeit. Wir haben vor allem erfahren, dass wir alle dasselbe erleben oder das ziemlich Ähnliche mit unseren Männern, mit unseren Kindern, mit der Umwelt, mit den Professoren, mit allem. Ja? Und das war's. Also ich habe ja gedacht, das trifft nur mich, aber es hat so viele getroffen und das hat mich so gestärkt. Und das hat meinem Mann natürlich gar nicht gefallen. Es war sehr schwierig, diese Zeit in eine Ehe durchzukommen. Es war immer fast auf Scheidungspunkt. Weil wenn du Feministin wirst, langsam, ja, wirst du radikal. Du kannst nicht anders. Wenn du nicht radikal wärst, wäre das alles nichts. Du musst einmal zuerst radikal werden, sodass du normal wirst. Das geht nicht anders. Und ja, ich war sicher ziemlich radikal, wie ich das alles, und wütend auch. Und die Intakt hat mir sehr viel gebracht. Ich habe ja nicht einmal einen Katalog machen können oder ein Plakat oder sowas. Und ich wusste auch nicht, wo ich hingehe, um mein Geld zu verlangen, vom Bund oder von der Stadt Wien, keine Ahnung. Und das hat die Intakt alles gewusst. Und sie haben mir gezeigt, wie ich Kataloge mache, wie ich Plakate mache, wie ich Postkarten mache, alles, wo ich das Geld herkriege. Wer dort hingeht von der Intakt, natürlich, da haben wir schon gearbeitet mit unserer feschen Schönheit, mit unserer Jugend. Ja. Da haben wir uns so hingesetzt und haben natürlich auch schon dann viel mehr Geld bekommen, wenn du also eine schöne Frau hingeschickt hast, als die sich nicht so hergerichtet hat. Das war schon das Herrichten auch. Und es hat genutzt, das weiß ich ganz genau. Das heißt, Sie haben strategisch gearbeitet. Das ging jetzt hochgradig strategisch. Natürlich, immer, ja, auch. Und es war ja auch so, dass die Intakt, sie hatte ja nicht nur die künstlerischen Agenten, sondern das haben Sie ja jetzt auch schon formuliert, die sozialen Agenten. Also auch zu wissen, die Situation, die gesellschaftliche Situation insgesamt der Frau und Künstlerin zu verbessern und auch einzufordern am öffentlichen Leben, auch im öffentlichen Raum vorzukommen. Ja. Also es war eine große Lehre für uns alle und wir haben dann eben Leintücher gemacht. Das waren sehr viele Malerinnen drunter und da war das Leintuch natürlich sehr wunderbar zu bemalen. Das ist super. Aber was mache ich als Fotografin mit einem Leintuch? Und da habe ich natürlich dann also eine Skulptur gemacht, ja, ein Denkmal. Und ich habe auch ganz andere Sachen, Arbeiterinnenaltar. Da war ich in eine Iduschu-Fabrik, war ich eingeladen. Was tue ich dort? Ich mag nicht einmal Kaffee. Und jetzt habe ich da also gesehen, hallo, das sind ja Frauen am Fließband, die arbeiten wie die Wahnsinnigen, das geht so. Und dann habe ich einmal angefangen, mit diesen Frauen zu arbeiten, zu sprechen und habe rausgekriegt, was da alles, also was da für Gedanken sind. Ich habe gesagt, wieso arbeiten Sie an einer Maschine oder an zwei Maschinen, haben weniger Abfall in ihren Kübel als der Mann daneben, der eine Maschine hat. Wie passiert sowas? Ja, und sie kriegen 4.000, er kriegt 9.000. Warum? Er ist
Schlossermeister und sie ist Blumenbindnerin. Das ist der ganze Grund, die Frau ist besser, sie arbeitet länger und trotzdem kriegt der Mann, und das ist nicht anders jetzt, mehr, weil er einen anderen Beruf hat. Das ist unglaublich. Erstaunlicherweise hat sich an manchen Stellen sehr viel geändert und an anderen gar nichts. Gar beziehungsweise nichts. Es gibt einige Bereiche, wo es sich sogar verschlechtert hat. Hätten Sie damals gedacht, wie lange das dauert, also mit der Anerkennung, mit dem Gehörtwerden? Es hat sich ja dann doch diesbezüglich für Künstlerinnen zumindest, es ist noch lange nicht erreicht, aber es ist ja schon einiges geschehen und die Präsenz hat sich deutlich erhöht und da trägt ja auch durchaus so ein Film dazu bei. Sicher, sicher. Nein, es ist der Preis auch besser, ja. Wir haben ja früher überhaupt nichts bekommen für eine Arbeit. Ich weiß noch, 300 Schilling für ein Foto, ich meine, das hat die Stadt Wien gezahlt. Also ich meine, das war, dann habe ich natürlich klug in Reihen gearbeitet. Also ich habe immer Sechserreihen, Dreierreihen, Zweier nicht. Und dadurch haben die immer 3 oder 5 oder 7 kaufen müssen. Und das ist natürlich schon viel besser. Da kommt man dann auch auf einen guten Preis. Aber wenn man den Kunstmarkt sich anschaut, da gibt es immer noch eine ganz extreme Asymmetrie, was das Einkommen der Künstlerin anbelangt. Ja. Aber ich würde sagen, das wäre jetzt der Moment, um da diesen Teil noch zu sehen. Und dann werden wir uns auch noch mal mehr in den Film vertiefen, vor allem auch in die filmische Seite. Und auch über das, was da jetzt noch zur Sprache kommt. Also darf ich dich bitten, dass wir den nächsten Teil sehen. Ein bisschen drüber, schau. Du bist schief, so bist schief. Ein bisschen gerader. Ja. Scharf? Naja, klassisch da, ne? Thank you.
hast du das gefilmt jetzt? Okay. Ja, das ist sehr gut, weil das ist, das bin ich. Du, so geht das. Das weiß ich auch. Es sind schon fast vier. Kannst du nicht so ein bisschen rauf mit der Kamera? Dann hast du mir halt kürzer. Ja, das musst du wissen. Bin ich sehr gerade oder ist es besser, ich schaue so straight? Also das war so 1980. Ich habe in meinem sehr schönen weißen Atelier in der Zieglergasse habe ich
die vierte Dimension gemacht. Die vierte Dimension war eine Geschichte meiner Familie. Und meiner vor allem natürlich, und mein Mann und mein Kind. Und dann habe ich mir gedacht, nachdem das fertig war und auch der Katalog fertig war, ein Leporello-Katalog, der erste damals, habe ich mir gedacht, ich bräuchte das Ganze viel enger. Ja. Das muss eine Zelle sein, die so groß ist wie ich, 1,65 mal 1,65, wenn ich die Arme ausbreite. Und mein Sohn hat mir das dann gemacht, mit schweren Wände, verschiebbar aber, das ist ganz wichtig, verschiebbar. Und damit konnte ich natürlich sehr viel machen. Schwere Flügel, ja, da hat er da so Hacken gemacht, dass ich es halten kann, unten Räder, und da habe ich die schweren Flügel so raufgetan. Und trotzdem hat eine Serie geheißen, da habe ich die Decke hochgestemmt mit meinem ganzen Körper und solche Sachen. Also, aber dann bin ich drauf gekommen, es wäre auch ganz schön, wenn andere Leute was täten, ihre Geschichte in diese Zelle bringen. Und das habe ich, Künstler, andere Künstlerinnen, andere Künstler, und ich habe auch Museumsdirektoren, Kritiker, Kuratorinnen, und es kamen dann also 11 Männer, 11 Frauen und 11 Sachen, die ich gemacht habe. Und dann ist diese weiße Zelle entstanden. Hat 2 Jahre gedauert, das Projekt. Also es war wirklich schön, was die Leute dargestellt haben. Ja. Die Susanne Wiedel kam und dieser Raum war einfach derartig gemütlich. Ja. Ihr Raum war das sofort. Sie hat ein Panther hingelegt, einen Spiegel, eine Gitarre, Blumen. Also es war sofort ihr Zimmer. Und der Dieter Schrage hat das völlig anders gemacht, hat sich hingesetzt, hat seine Pfeife geraucht und die Tasche hingestellt und ist wieder gegangen. Und ich musste da was draus machen, ja, natürlich habe ich das geführt, das Ganze, so wie du das jetzt machst. Aber zum Beispiel Josef Weiß, nicht, der jetzt gestorben ist gerade, Freitag war sein Begräbnis, wir gehen jetzt alle davon, der hat eine großartige Performance gemacht, der hat sich wie ein Insekt hineingehängt, wirklich da mit dünne, ganz dünne Sachen an den Fersen und an Fesseln und an den Handgelenke und ist dort gezappelt wie ein Insekt, ja, und ich habe gesagt, Josef, aus, du musst runter, weil er war wirklich rot und das war alles abgeklemmt und rot, also es, und dann habe ich ihm sofort fotografiert nachher das Gesicht. Also es war unglaublich, ja. Jeder hat so seine Geschichte da hineingebracht in diese Zelle. Und meine Geschichte war einfach wirklich eine Selbstfindung. Wer bin ich? Was will ich eigentlich überhaupt darstellen? Geht das tief genug? Ist es wichtig? Und diese Frage habe ich mir immer gestellt. Und das ist eben in diese Zelle, wo es eigentlich sehr psychologisch wurde, kam das gut raus. Ja, weil ich habe die Wände auch auseinandergedrückt, ja, oder psychoanalytische Fotografie. Das war einfach, das hat niemand gemacht, es war lächerlich. Ja. Kommen wir vielleicht zur filmischen Reichhaltigkeit, weil es ja schon interessant ist, also sieht man jetzt auch ganz gut an dem White Cell Project von Margot Bilz. Es gibt die Performance, es gibt das Sprechen über die Performance, man kommt als Filmemacher, die Filmemacherin kommt selber ins Bild, es gibt einen Austausch darüber, wie jetzt was zu machen sei, was auch bei den anderen Passagen, auch mit den anderen Künstlern immer wieder vorkommt, diese Diskussion darüber, was das Setup betrifft, Kommentare zum Filmen, zu den Einstellungen. Also dieses Dialogische ist ganz stark. Ich habe mich auch zum Beispiel gefragt, wer hat jetzt die Entscheidung getroffen, diese Arbeiten hineinzunehmen? Aber ich schätze mal, das ist auch passiert in diesen vielen, vielen langen Gesprächen, was dann auch in den Film hinein... Das hast du schon alleine gemacht. Ah ja, okay. Ja, ja. Dann ziehen wir das jetzt schnell vor, dann kommen wir auf den Film. Also das war toll. Ich kam zu ihr
ins Atelier, Riesenatelier, und sehe, wie sie viele, viele kleine Fotos in Reihen hinunter, hinüber. Also sie hat ganz genau gearbeitet an jeder Künstlerin. Wie geht das weiter? Wie machen wir das? Das hat mich, also, hat mich so bewundert. Also, ja, die Präzision ist unglaublich, weil wir haben ja verschiedene Genres von der Performance, das Sprechen, das Porträt und jetzt auch im Film selber. Also ich bin beim ersten Lesen HD, Super 8, 16 mm und dann war schon, also ich das als Ankündigung damals gelesen, habe mir gedacht, wie soll das jetzt, wie geht das? Aber das sind ja auch natürlich jetzt interessante Entscheidungen, Schwarz-Weiß und Farbe zu verwenden, analog und digital einzusetzen. Vielleicht würden Sie noch mehr zu diesen Entscheidungen, weil was Margot jetzt auch gesagt hat, diese Präzision, die gibt es ja in jeder Hinsicht, nicht nur in der Narration, in der vielstimmigen, sondern auch in der filmischen Präzision. Also die Entscheidung zu treffen, sich auch auf das alles zu beziehen, so wie in diesem Intro auch auf nochmal eine Malereigeschichte oder auch auf eine Tätigkeit von Frauen, das durften sie auch machen in den Ateliers der Väter oder der Männer. Ja, so, wo fange ich da am besten an? Also prinzipiell einmal hat jede, also war jede Begegnung hat nach ihrer eigenen Form gesucht. Das war für mich klar, dass ich das nicht vorab festlege, sondern zuerst einmal die Auswahl der Künstlerinnen vornehmen. Da konnte ich ja durchaus aus einer langen Liste, also die ich so von Bertolt Ecker vom Musa bekommen habe, der mit diesen Frauen sehr viel, sehr lang schon gearbeitet hat, bevor es en vogue wurde. Und genau, und es waren halt diese fünf Frauen, die eigentlich auch als erstes geantwortet haben. Also ich habe die meisten per E-Mail angeschrieben, bis auf Linda, die hat bis heute noch kein E-Mail. Und da war so der Betreff Vertrauen ins Imaginäre. So war der Arbeitstitel dieses Films ursprünglich. Und eigentlich beschreibt dieser Arbeitstitel schon stark die Arbeitsweise. Ich hatte zwar viele Vorstellungen, aber es war schon klar, dass ich die Frauen einlade zu einer Kollaboration. Sprich, dass schon einiges an Zufall, also Platz ist für vielleicht nicht Zufälliges, aber freies Agieren, sagen wir mal so, also dass die Frauen schon noch Raum hatten, sich einzubringen oder was sie wollten. Im speziellen Fall von Margot war es so, dass ich, glaube ich, 2016 hattest du die Einzelausstellung im Musa und da war auch die Weiße Zelle, also die jetzt halt im Musa-Depot auch ist, ausgestellt und ich bin dort schon mit Notizzettel hingegangen, weil ich eben da schon auf der Suche war nach Protagonistinnen und da war mir klar, Weiße Zelle, weil natürlich die Farbdramaturgie in dem Film Die ist nicht zufällig. Ich habe sehr stark nach einen sehr starken Hang zu Weiß, in dem Fall, weil es natürlich auch eine leere Fläche oder eine Projektionsfläche bietet und auch viel Ruhe reinbringt. Und die einzige Farbe, die eigentlich in den Film kommt, ist durch die Menschen, die Frauen und die Kunstwerke, wenn überhaupt. Und die Weiße Zelle hat mich sofort angesprochen und da dachte ich mir, eben so wie die Margot auch erzählt, dass sie da ja andere Leute auch eingeladen hatte damals, hatte ich sofort die Vorstellung, dass das super wäre, mit ihr noch einmal was zu machen in dieser Weißen Zelle. Gut, und mit diesem Vorhaben sozusagen bin ich dann auch in dieses erste Treffen mit ihr für das lebensgeschichtliche Interview gegangen und habe schon auch, also habe mir mal alles angehört und habe die Weiße Zelle vorgeschlagen. Da warst du skeptisch, bis dagegen. Gegen. Weil die Weiße Zelle mir gehörte. Ja, ja, genau. Also hattest Angst, es war meine Arbeit, ja. Es war ein ganzer Katalog. Was braucht das jetzt eine Künstlerin, die ich nicht kenne? Ja, ja? Genau. Und so viel zum Kollaborativen. Ja. Das ist auch interessant, dass man sich selber ja, ja auch ja. immer wieder an so einen Punkt bringt. Nein, das war also wirklich meine Zelle. Okay, und dann hast du mich so überredet, dass nein, du musst nicht drinnen agieren, wir können das ganz anders machen und wir haben es auch ganz anders gemacht. Und das ist wichtig, weil dass ich dort wirklich eine Geschichte erzähle, nein, das mache ich nicht mehr. Das ist vorbei. Genau, also es war klar für den Dreh, also beim Interview haben wir uns geeinigt, also ich lasse die Weiße Zelle aus dem Museum kommen, also aus dem Depot kommen, lasse sie in mein Atelier, also baue sie in meinem Atelier auf und an dem Drehtag, wo Margot kommt, schauen wir, was passiert. Also wir wussten passiert, nicht, genau. Also ich wusste nicht, dass sie diese Performance macht. Dieses Performative, dass man da sieht, das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt, wo sie es gemacht hat,
nicht. Also so viel Zufall war. Also ich konnte das, aber es war mir klar, dass wenn das Setting da ist, dass irgendwas passieren wird. Und sei es, dass sie drinnen steht und sagt, ich mache jetzt nichts mehr da drinnen. Genau. Also ja. Das hätte mir auch gereicht. Ja. Ich habe dir gebeten, das Färben genau. Nicht in der Zelle zu machen, sondern eben gegen eine Wand genau. Dort. Und das war dann Atelier. Eigentlich dein Vorschlag, dass du eine Maskenperformance genau. Gern machen möchtest. Ja, von ja. Dem wusste ich nichts, aber ja. Das hatte ich dann vorbereitet, ja. Die Farben zumindest. Und was dann daraus entstanden ist, war auch spontan. Also das war spontan, Es gab kein Skript in dem Sinne. Ich habe jetzt nichts geschrieben, aber so wie Margot gesagt hat, in meinem Atelier waren sehr viele also Vorstellungen schon, wie das alles zusammenspielen kann. Aber de facto dann für die Begegnung, und ich habe mit jeder Künstlerin nur einen Tag verbracht, also das war ein sehr effektives Arbeiten. Also ich habe auch fast alles Material verwendet, das ich gedreht habe. Ich habe mit zwei Kameras gedreht, das ist vielleicht auch noch zu der Beobachtung, dass so diese Making-of-Momente drinnen sind bei allen, weil das auch dieses Selbstreflexive spiegelt und gleichzeitig auch diese Eingebundenheit und auch das Dialogische und das Kollaborative im Vordergrund dann steht. Da war der Punkt, dass sich das bewährt hat. Also eine Kamera war dann oft unbemannt, wollte ich jetzt sagen, also halt war niemand dahinter. Ich hatte einen Assistenten, der mir schon technisch sehr gut zur Seite stand, aber oft war es so, dass der rausging und wir haben alles aufgebaut und dann war ich hinter einer Kamera und die andere Kamera ist eigentlich gelaufen, sobald die Frauen am Set waren. Also das ist einfach eine Arbeitsweise, die ich immer schon so mache, weil da dann sozusagen Bilder oder Töne entstehen, die genau das dann für zwischendurch gut widerspiegeln, die Arbeitsweise oder die Atmosphäre, die geherrscht hat. Ja, dass da Tipps gegeben wurden, die auch beherzigt wurden oder auch nicht. Ich meinte auch natürlich jetzt nicht Präzision im Sinne von, dass es ein fertiges Skript gibt, sondern ich meine eine ästhetische Präzision, eine filmische Präzision und eine Präzision in den Referenzen. Diese Bezüge auch zur Vergangenheit, kulturgeschichtliche, kunsthistorische Referenzen. Vielleicht bleiben wir noch ein bisschen beim Film. Also es gibt eine Stelle, also man weiß ja gar nicht, was man am liebsten hat, aber Karin mag das Rot. Plötzlich sieht man nur eine rote Fläche. Und Sie haben ja auch eine große Nähe zum Experimentalfilm. Und da gibt es ja auch Momente, die kann man durchaus auch in einen solchen Zusammenhang rücken, glaube ich. Und ist eine weitere Referenz, vielleicht, sagen wir es mal so. Und die Frage wäre jetzt für mich, kann man nur in dieser Fragmentiertheit und Brüchigkeit, also auch die Unschärfe, die Körnigkeit, kann man nur so auch Leben erzählen? Also jetzt auch im Sinne, wenn man jetzt die filmischen Mittel mit der Narration, mit der biografischen zusammenbringt. Das fand ich interessant, weil damit ja auch diese Vielstimmigkeit, also auch die ästhetische Vielstimmigkeit, die folgt ja quasi der Vielstimmigkeit der Künstlerinnen auch. Also diese verschiedenen Mittel auch einzusetzen, jetzt rein formal oder filmografisch gesehen. Also grundsätzlich war es so, dass mir wichtig war, dieses Dialogische als Form und die Idee der Aneignung. Weil du gesagt hast, das gehört ja mir die Zelle, also es war Appropriation Art, was ich da gemacht habe, im wahrsten Sinne des Wortes schon, also dass ich mir Kunstwerke angeeignet habe, aber in Form des Dialogs, also vor allem im Beisein der Künstlerinnen. Das ist, glaube ich, der spannendste Aspekt davon, weil normalerweise sind die Künstlerinnen nicht mehr am Leben oder einfach nicht sehen das gar nicht oder wissen nichts davon. Aber für mich war spannend eigentlich im Beisein der Künstlerinnen, im Austausch das mir anzueignen, auch übers Material vor allem, deren Erfahrung, weil und das ist jetzt dieser Aspekt der verschiedenen, ob digital, analog, ob experimentell oder also in der Ästhetik, dass man, glaube ich, viel, oder ich habe erfahren, dass ich viel über die Zeit erfahren kann, wenn ich mich über Materialität und über die Werke austausche mit den Frauen und nicht nur über ihr Leben. Also das war der eine Aspekt, aber viel spannender, weil ich halt selber visuelle Künstlerin bin, über das Bild sozusagen sich auszutauschen und auch diese Energie des Widerstands und die steckt in vielen dieser Kunstobjekte ja drinnen für mich. Und da war das Spannende für mich in der Bildarbeit zu schauen, was können mir diese Kunstwerke, die ich
die ich teilweise ausgesucht habe, in Margots Fall die Zelle oder zum Beispiel in Renate Bertelmanns Fall die Latexhäute. Natürlich habe ich mir die auch gewünscht, aber das war ihr Vorschlag, dass sie da noch ein paar zu Hause hat und die wird sie mitnehmen ins Atelier. Also und die hat sie auch wirklich nur aufgehängt für mich und sofort nachher wieder eingepackt und mitgenommen. Also ich hatte auch nicht so viel Zeit, zum Beispiel mich damit zu spielen. Aber weil Sie auch die Karin Mack angesprochen haben, dieses rote Bild, also die Fläche spielt in dem Film eine Rolle, wie man jetzt eh schon gesehen hat, die weiße Fläche, aber auch das Flächige an sich. Das war mir ein Anliegen, weil das auch recht viel Ruhe reinbringt für mich und es war auch wichtig, den Film eigentlich langsam zu gestalten. Und wie soll ich sagen, die... Ja, die Zeit ist ja auch ein interessanter Faktor. Die Zeitlichkeit, also bei der Karin Mack, ich weiß nicht, wer, die meisten haben ja den Film noch nicht gesehen, da sind wir in der Dunkelkammer gemeinsam und die Dunkelkammer war damals einfach auch so ein Selbsterfahrungsraum für die Frauen, so wie du auch erzählt hast. Ja. Also das war, da hatte man, wenn man eine eigene hatte überhaupt, aber wenn man mal sowas hatte, dann war das so ein Ort der Selbstbestimmung und das erschien mir total reizvoll, das einfach mit der Karin Mack in die Dunkelkammer zu gehen und einen Film zu entwickeln gemeinsam. Und im Film sieht man nur schwarz, weil in der Dunkelkammer ist es dunkel, also da darf man gar nichts sehen. Und wenn man dann halt das Papier entwickelt, also Rotlicht ist erlaubt und dann geht halt irgendwann mal das Rotlicht an und dann ist die Fläche im Film einfach rot. So, das ist sicher einer der experimentellsten Momente, unter Anführungszeichen jetzt in dem Film, weil es halt die totale Reduktion auch und Abstraktion ist, aber gleichzeitig wollte ich damit einfach auch ein Gefühl vermitteln für die Materialität oder für die Erfahrung, wenn man in einer Dunkelkammer steht. Also wenn man im Kino sitzt und dieses Rot im Kino auf die Haut kommt, dann schaut das so aus wie in der Dunkelkammer. So. Also das waren so Gedanken, die ich da hatte. Ja, und das ist ja auch wieder so eine Ambivalenz, diese Abstraktheit des Rots, aber diese Aufgeladenheit, weil es gibt ja eine Passage, wo dann auch darüber gesprochen wird, dass in der Dunkelkammer der Professor auch die Studentin angegrapscht hat. Also, und das fällt einem dann halt auch gleich wieder ein. Also sowas auch dann aufzurufen in der Erinnerung. Also ich hätte ja durchaus den Eindruck, dass sie sich auch filmisches Repertoire aneignen, so wie jetzt die mit den Künstlerinnen etwas entwickeln, das sind Aneignungsprozesse und das trifft aber auch auf den Film und die Filmgeschichte zu, wie mir vorkommt. Also das ist sehr reichhaltig. Die Frage jetzt vielleicht nochmal, weil... ich habe noch was vergessen, ja, was bitte. Ich wichtig finde. Ja. Weil wir über die Intact gesprochen haben, ganz wesentlich ist, dass sich daraus aus der Intact in diese 80er Jahre Gruppen gebildet haben, also eine Siebener-Gruppe zum Beispiel. Die hat geheißen, Vakuum hat die geheißen, und es waren 7 Künstlerinnen aus der Intact, die sich zusammengetan haben. Und wir haben wirklich also ganz starke Projekte gemacht, und zwar Plakatprojekte. Braucht Hallein Kunst zum Beispiel? Das war ein großes Plakat, unten leer, und wir haben in Hallein Leute geschrieben, aus dem Telefonbuch haben sie rausgenommen, braucht Hallein Kunst? Und diese Antworten waren natürlich herrlich. Ja. Es ist meistens so, dass nur 5-7% antwortet, aber wir haben das in Steyr gemacht und in Hallein und in Klagenfurt und es war überall das Gleiche. Es war überall so 5-7%. Und was die geantwortet haben, haben wir dann unten drauf geschrieben. Und dann war noch ein Stück, wo die Leute selbst noch geschrieben haben. Aber die Plakate waren grandios. Und manchmal haben sie sogar also Sessel und Tische drunter gestellt und sind dort gesessen mit ihren Blumen und Essen und Trinken und so weiter. Also es war ganz toll. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel gemacht als Gruppe auch wieder. Da sprechen Sie auch einen ganz wichtigen Aspekt an, dass auch Plakate, dass nicht nur im klassischen Sinn ein Werk ist, wenn es gemalt ist, wenn es ein Objekt, ja, eine genau. Skulptur ist, sondern dass es auch ganz andere Formen, Publikationen, das sehen Sie auch in dieser Ausstellung, also ganz wesentlich gibt es hier Materialien, die sind nicht einfach Archivalien, sondern die sind Teil einer künstlerischen Praxis, dass die Künstlerinnen das auch eingesetzt haben, auch um in die Öffentlichkeit zu gehen, um überhaupt auf bestimmte
Fragen, Probleme auch provozieren, weil diese Frage braucht allein Kunst, das ist gut, das ist hervorragend. Ja. Und das rüttelt auf und man geht sozusagen raus und das verbindet es auch mit den Strategien rund um Kellarts, deshalb haben wir das ja auch hier reingenommen, rauszugehen, das Studio, das Atelier zu verlassen und letztendlich auch anders auf Menschen zuzugehen in dieser Art und Weise. Und Sie haben ja auch dann noch reagiert offensichtlich und sind ja da auch wieder in so einem Dialog oder jedenfalls in eine Konfrontation, weil es war ja auch ein Kampf. Ja, natürlich. Viele haben gesagt, wir brauchen überhaupt keine Kunst, was soll das? Ja? Aber es waren auch sehr viele, die gesagt haben, ja, wir brauchen Kunst, des und deshalb. Also vor allem wahrscheinlich meinte man von Seiten der Künstlerinnen, braucht man sie nicht, ne? Das könnte ich mir damals vorstellen. Nein, das wurde nicht, da wurde, also auf Frauen wurde nicht eingegangen. Es war wirklich Kunst. Und dann hat es noch eine Gruppe gegeben, die ist auch sehr schön, von Linda Christanell, Karin Mack und von mir, die wir haben gemacht, wir über uns und sind sehr persönlich geworden. Wir haben uns nackt fotografiert, wir haben uns als Clowns fotografiert, mit unserer Haushaltgeräte. Also das waren irrsinnige Sachen, groß, auch die Haut vor allem. Und das war in Bremen im Museum und also das ist ziemlich viel gezeigt worden in Köln. Das war auch eine sehr schöne Sache. Also man hat aus diesen Intergruppen gebildet, und hat dann viel erreicht, auch wieder damit. Das finde ich sehr schön. Ja. Nicht nur diese 100 Frauen, war die Intag dann schon. Und wir haben Kraft gehabt, dadurch, dass wir 100 Frauen waren und unterschrieben haben mit 100 Frauen, das war dann schon was. Dann haben wir wirklich was erreicht. Also das muss man auch sagen. Sie haben jetzt wieder einen wichtigen Punkt angesprochen, diese Frage des Persönlichen, auch sehr persönlich zu sprechen. Das ist in dem Film auch sehr wichtig, zieht sich gewissermaßen durch. Also man redet sehr offen über Sexualität, man redet über die Situation als Mutter, als Ehefrau. Das habe ich noch in keinem Porträt über einen männlichen Künstler gehört. Also diese persönliche Ebene auch anzusprechen und sie auch, weil es vermutlich ja auch zum Teil der Arbeit gemacht wurde. Also wir kommen ja auch gleich noch zum wichtigen Hausfrauendenkmal. Ja, voll also, dass das ja nicht etwas anderes war, sondern das hatte mit einem zu tun und das hatte auch in der Arbeit, das war auch Teil der Arbeit. Also diese persönlichen Erfahrungen, Erlebnisse. Ja, ganz wesentlich. Und ich kann mich auch noch, also es wurde auch immer wieder thematisiert in Gesprächen mit Künstlerinnen, aus dieser Generation, 30er, 40er Jahre, man wurde damals nicht ernst genommen. Und ich habe mich gefragt, ob das auch damit zu tun haben könnte, dass es dann im Sinne dieser klischeehaften Vorstellungen von großer männlicher Kunst, dass das ja auch schon eine Provokation war, überhaupt diese Themen in die Kunst hineinzubringen. Also sozusagen die vermeintlich kleine Welt, die aber keine kleine Welt war. Ja, genial, nicht? Die Männer sind genial. Wir müssen uns das jetzt alle gegenseitig sagen, du bist genial. Das ist ganz wichtig, ja, wirklich. Also ich sage das sehr oft zu meinen Freundinnen, das ist ein geniales Einfall oder das ist ein wunderbarer, ja, das ist ganz wichtig. Das haben die Männer nicht für sich. Das ich würde sagen, jetzt ist ein super Moment um das Hausfrauendenkmal. So, jetzt die hier Sitzenden gefragt, wer hat es damals gesehen im Grazer Stadtpark? Das Hausfrauen. Ah ja, das wäre interessant. Ja, hat das jemand? Ich habe es gesehen, lustigerweise. Wirklich? Mhm. Hey, ich war super. Nämlich damals in der Ortweinschule und das war genau das Jahr, an dem ich hierher kam. Und ich war baff. Ich fand das super. Hat überhaupt nicht mit meinen Vorstellungen von Kunst zusammengepasst. Ist genau. Mir aber ewiglich genau, in Erinnerung. Genau das ist es. Ewiglich in Erinnerung geblieben. Ja. Weil ein Denkmal besteht aus Marmor, aus Metall, aus Holz. Ein Denkmal ist natürlich was Starkes, Hartes. Und ich arbeite mit Leintücher. Leintücher sind ganz wesentlich, weil in Leintücher werden wir geboren, in Leintücher lieben wir, in Leintücher sterben wir. Das ist ein langer Weg. Und gerade wir Frauen haben sehr viel mit Leintücher zu tun. Und darum ist dieses Denkmal mit Leintücher ganz wesentlich. Ganz wesentlich. Das ist es also in Graz im steirischen Herbst. Aber ich muss sagen, ich bin deshalb drauf gekommen, weil die Intakt eben gesagt hat, wir machen Leintücher. Leintücher hängen wir auf. Und nachdem ich keine Malerin bin, nur Fotografin, nur habe ich jetzt gesagt, ist nicht wahr, jedenfalls Fotografin und damit nichts anfangen konnte, habe ich eben so ein Denkmal gemacht.
Und das war so schön. Da kamen in Graz, sind die Frauen gekommen, haben Blumen gebracht, haben Tücher gebracht, wo Küsse drauf waren, also mit Lippenstift Küsse. Dann haben sie, also wunderbare Sachen haben sie dorthin gebracht. Jeden Tag war ich wieder neugierig, was wieder jetzt kommt. Und in Wien habe ich das jetzt gemacht. Können wir das noch ein bisschen anstellen? Also es ist wieder aufgeführt. Aber in Wien habe ich nichts gekriegt, das wollte ich sagen. Okay, gut. Wir bilden dann noch, also wir kommen auf Wien zurück, weil auch da wieder, es erweist sich, die Themen und Fragen und Probleme von damals, sie sind nicht weg, sie sind immer noch da. Also Corona, ja. Ja, kommen wir gleich. Wenn Sie sich jetzt umdrehen oder wenn Sie dann hinausgehen, dann ist an dieser Wand neben Judy Chicago hängt das Hausfrauendenkmal als fotografische Dokumentation. Und ein Titel gibt es noch, den Titel will ich Ihnen nicht vor, einen Untertitel gibt es noch. Errichtet der ungewürdigten Leistung der unbekannten Hausfrau. Auch ganz wichtig, sehr schön. Ganz wichtig. Also nicht so gewürdigt den Heldentaten, sondern den ungewürdigten Leistungen der unbekannten Hausfrau. Und dass das da drüben hängt, und das wäre jetzt auch der Moment, heute als Margot Bilz kam, sie hat etwas ganz Großartiges mitgebracht, eine Publikation, die man überhaupt nicht mehr kriegen kann, sie hatte sie natürlich, The Dinner Party, A Symbol of Our Heritage, Judy Chicago. Also diese Arbeit da hinten hängt nicht ohne Grund daneben, denn es gibt eine Verbindung zu Judy Chicago. Und da würde ich Sie jetzt bitten, dass Sie die nochmal erzählen. Ja, ich war also in Amerika. Ich war zuerst einmal in New York und dann habe ich eine Reise gemacht, auch nach San Francisco. Und durch die Intact habe ich natürlich auch viele Namen gekannt in Amerika, in San Francisco, in Los Angeles, in New York und habe diese Frauen einfach besucht, weil wir alle Künstlerinnen sind und konnte auch bei ihnen schlafen. Ja, also das war eigentlich ganz freundschaftlich und super. Und ja, da gab es natürlich auch die gleichen Gespräche, wie wir es alle kennen. Ich habe mir gedacht, wir werden über Kunst reden, na nix. Wie alt bist du? Das war einmal die Frage an mich. Und wenn ich es dann gesagt habe, na Wahnsinn, das hätte ich mir nicht gedacht. Oder, na das sieht man doch an den Händen, das sieht man doch an den Hals. Also es gibt überall die gleichen Reden, die man also immer wieder findet. Wie alt bist du, wie schaust du aus? Ja, das ist immer wesentlich. Mir ist aufgefallen, wie ich dort war und mit Künstlerinnen zusammen war, die Brutalität dieser Zeit. Ich weiß nicht warum, das war auch in Wien, diese Müllkommune und alles. Es war eine ganz andere Zeit. Wir haben irgendwie rausbuchsen müssen. Und ich habe gesehen, wie eine Künstlerin sich vor ihrem Publikum sitzt und eine Höhensonne auf sich richtet und das Publikum zuschauen lässt, wie ihr die Blasen kommen. Ja? Also das ist eine Brutalität, sich selber gegenüber gewaltig. Und das war in Amerika damals Jesus, ja. Man hat auch sich an der Wand gestellt und schießen lassen. Das Publikum schießen lassen. Wahnsinn. Ja? Oder mit Farbbeuteln schmeißen lassen. Das war alles irrsinnig heftig. Körper betont. Körper, ja. Mhm. Ja. Und auch die Gewalt, die dann auch man durchaus erlebt hat, ist ja auch in die Arbeiten eingeflossen. Und das meinte ja auch nicht nur eine persönliche Gewalt, sondern auch eine gesellschaftliche Gewalt, an der man sich abgearbeitet hatte. Ich fand es interessant. Unterdrückung, ich fand es interessant, dass Sie erwähnt haben, so, dass man sofort aufs Alter und aufs Aussehen, das ist ja, also einerseits emanzipiert man sich, aber man emanzipiert sich offensichtlich nicht in jeder Hinsicht. Genau gleich, weil das ist ja wieder genau das, was letztendlich immer wieder bis heute an Frauen herangetragen wird. Das Alter ist ein Problem, das Aussehen kann ein Problem sein, wenn man nicht bestimmten Vorstellungen entspricht. Genau, und dass das dann aber selber, also was aber für mich nur sagt, dass man, Menschen sind widersprüchlich, Frauen sind auch widersprüchlich. Genau. Und das war jetzt ein wunderbares Beispiel. Einerseits dieser Kampf, dieser Einsatz, dieses Engagement, die Situation zu verändern, aber diesen eigenen blinden Fleck zu haben. Ich meine, das trifft ja auch ganz alle genau, Menschen ganz zu, genau. Blinde Flecken zu haben. Ja, natürlich. Ja. Also
Danke. Aber wir haben jetzt noch nicht gesagt, diese Dinnerparty wurde dann ja wiederholt in Wien. Nein, Moment. Also ich bin noch dort in San Francisco und höre natürlich, habe schon gehört von der Dinnerparty von Julie Chicago, und da muss man hingehen, das muss man nicht, klar, ich war genau zur richtigen Zeit dort und stehe genauso in der Reihe, es war also wirklich ein Riesenandrang, und ich komme da rein und das ist ein sehr schöner Tisch, so ein wunderschön gemacht, und überall Teller, ja, Teller, die hat sie in Keramik gemacht. Und jetzt habe ich mir die Teller angeschaut, es waren schon ein paar schöne dabei. Also, aber sehr viele waren unheimlich kitschig. Und das darf man eigentlich gar nicht sagen, und ich sage es aber trotzdem, ich war enttäuscht. Ich war euphorisch, weil es mir gefallen hat, dass eine Frau so eine tolle Arbeit macht und dieses Museum so bestürmt wird, aber es war für mich als sehr zurückhaltende Künstlerin manchmal zu üppig. Und Amerika ist üppig, auch jetzt noch in der Kunst. Ja. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, dass auch Judy Chicago wieder auf etwas reagiert hat. Und auch gerade, das sind andere Klischees auch von Weiblichkeit, also das Dekorative, das Schmücken, die kunstgewerblichen Traditionen. Und wenn man jetzt wohlwollend ist, und ich bin jetzt mal wohlwollend, dann auch dieses Kitschige, das was ja den Frauen im Kunstgewerblichen, auch diese, sie Nachbar, haben nur die Neigung zum Dekorativen und das andere können sie nicht, das Schmückende und das so hypertroph werden zu lassen. Ich sehe das hypertroph. Ja. Und das macht die Arbeit eigentlich wieder interessant, dieses Hypertrophe in den Erwartungen und Klischees dann auch nochmal so zu materialisieren. Ja. Also, wenn ich wohlwollend bin, und das bin ich jetzt. Ja. Also, aber ich verstehe das. Sie sind eine ganz andere Richtung. Genau. Wir hier überhaupt. Ja? Und Sie sind ja eine ganz andere Richtung. Konzeptionell arbeitende Künstlerin, und das verstehe ich natürlich. Ich wollte jetzt nur die Lanze brechen nochmal für Judy Chicago. Das unbedingt. Das war wirklich sehr. Und vor allem wurde das Haus, die Hausarbeit, das Haus, die Familie politisch. Das war das erste Mal. Und das war grandios. Und das habe ich mitgenommen nach Österreich. Und wir haben dann auch hier Dinnerparty gemacht, zur selben Zeit wie überall. Also in alle Großstädten wurden Dinnerpartys von Feministinnen gestaltet. Und das war so ein gutes Gefühl. Und daraus ist eigentlich auch... Wie viele die Dinnerparty hier? War die dann auch... Ach, da waren wir schon 30, 40 Leute. Ja, sicher. Ja. Also, und das ist eine schöne Sache, wenn das genau zur selben Stunde, man weiß, die anderen machen das auch, das ist ein Zusammenhalt. Ja, und super. So eine auch weltweite Vernetzung, also die Bewegungen haben sich ja dann auch ausgetauscht und vernetzt, und ich würde sagen, dass wir jetzt nicht da wären, bei allen Mängeln, wo wir sind, hätte es nicht all diese Initiativen und Bewegungen gegeben. Dann hätte es auch einen solchen Film vermutlich niemals geben können. Ja. Ja. Es war aber auch anstrengend. In der Ehe war es wahnsinnig schwierig. Mein Sohn und mein Mann, das war also nicht lustig. Feministin, das ist wohl das Letzte. Das braucht man gar nicht. Ne? Also, es war hart. Auf Ihrer Webseite steht ja von der Doris Grumpel, Feministin im besten Sinn. Und ich habe mich beim Lesen immer gefragt, was ist das? Und was ist jetzt Feministin, also feministisch im schlechten Sinn? Das hätte ich Sie jetzt gerne gefragt, aber vielleicht sehe ich Sie ja auch mal. Das fand ich jetzt interessant, so quasi diese Entschuldigung im besten Sinn, als würde es noch irgendwas anders geben können. Damals schon. Feminismus war sehr out, ne? Das geht ja immer in Wellen. Genau, ich glaube, damit hat es zu tun. Damit hat es zu tun, ja. Ja. Jetzt zum Hausfrauendenkmal zurück. Es gab ja eine Neuauflage in diesem Jahr. Animation. Also die Kunsthalle Wien hat mir geschrieben, ein E-Mail, ob ich interessiert wäre, das Hausfrauendenkmal zu reanimieren. Und ich war eigentlich gar nicht interessiert dran. Und ich bin gewundert. Warum nicht, wo es so aktuell ist? Ja, es ist aktuell, aber das war mir gar nicht wichtig. Mir war wichtig, das Lugek, der Luega, den also anzugehen. Das war mir politisch viel wichtiger, komischerweise. Aber jetzt bin ich auch schon so weit.
Jedenfalls habe ich mit den Direktorinnen von der Kunsthalle Wien dann richtig ein großer Disput gehabt, weil ich wollte den Loeger mit den Leintüchern überdecken, damit man ihn nicht mehr sieht. Das hätte ich toll gefunden. Aber sie wollten wirklich das Hausfrauendenkmal, das Denkmal für die Hausfrau. Und jetzt bin ich auch schon so weit, ja. Und diese Reanimation, die hat also stattgefunden und war ein voller Erfolg. Ja. Es war wirklich, wir waren im Freien, Corona war also nicht gefährlich. Und da waren sicher über 100 Personen dort. Und das sieht man in diesem großen Bild auch. Das ist umgefallen, das Denkmal in Graz, weil es geregnet hat. Und was mache ich mit diesen ganzen Leintüchern? Die sind schwer, nass, also bringe ich die zum Müll. Und das haben wir jetzt auch wieder gemacht. Ja? Wir haben sie zum Müll gebracht und das war eine wunderschöne Prozession. Und es hat eine junge Frau sogar was soll ich sagen, sie hat also etwas komponiert dafür und das wurde immer lustiger und wir haben dann wild getanzt und das war so richtig schön, wie wir das in den Müll geworfen haben. Da sieht man die Demontage. Ja, auch die Demontage vom ganzen ja. Hausfrauendenkmal. Und da waren auch Männer dabei, bei der Demontage hier. Wie, wer? Männer waren auch dabei. Ja, viele. Es war der Christian Bauer von der Landesgalerie Krems und Andreas Hoffer von der Kunsthalle Krems. Also es waren viele sehr interessant. Ja, die Chefkuratorin von Albertina Modern. Mhm. Ja, und wie heißt sie? Ja. Angelika Stief, genau. Also es war jetzt ein Scherz mit den Männern, weil das war jetzt der, also dieser Hinweis. Es waren aber sehr wichtige Frauen auch dort, ja, sehr wichtige. Ja, aber die Nina Schädelmeier zum Beispiel auch. Genau, wir uns freuen, dass sie heute hier ist. Ja. Aber das, was ich sagen will, ist, dass sich das Verhältnis dann auch zwischen Männern und Frauen erfreulicherweise doch ja, auch Kinder, sehr stark und Kinder, das war schön, ja. Im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte. Genau, ja. Jetzt ist die Zeit schon recht weit fortgeschritten. Das ist jetzt die Gelegenheit, dass Sie Ihre Fragen, sollten Sie einen an Margot Bilz oder an Christiana Pehr schon haben, dann stellen Sie sie bitte jetzt. Wir öffnen das hiermit. Ich darf auch versäumen, auf dieses Buch hinzuweisen, Margot Bilz, Meilensteine. Ja, ja. Genau. Das letzte Buch, das ich gemacht habe, jetzt kriege ich wieder ein neues. In 21 habe ich eine große Ausstellung in Krems, in der Kunsthalle und da kriege ich auch ein Buch und eine Biografie von Nina Schädelmeier. Das wird super. Gut. Ja. Gibt es Fragen an die beiden? Ja? Ja? Kriegen Sie nicht auch sowas? Nein, das geht leider nicht. Wegen auch hygienischen Gründen geht das jetzt nicht. Ja, sorry. Wahnsinn. Ich gehöre zur Zeit wahrscheinlich zu jenen, die ein bisschen radikal werden. Ich mache Fotoinszenierungen auch zu diesem Thema. Seit Monaten beschäftige ich mich auch mit der feministischen Avantgarde der 70er Jahre. Und da stelle ich mir natürlich auch die Frage, wie sieht es jetzt aus? Brauchen wir jetzt wieder eine Avantgarde? Oder was könnte man tun? Was wäre spannend zu tun, auch als Künstlerin? Und da bin ich jetzt auch zur Zeit dabei, immer wieder Dinge zu erarbeiten, Konzepte zu tun, um die auch durchzuführen. Was meinen Sie, Frau Bilz? Wie ist unsere jetzige Situation? Feministische Avantgarde jetzt? Also ich finde, sie ist viel besser wie früher. Ja? Es sind viel mehr Frauen überzeugt, junge Frauen. Das höre ich, das sehe ich, also das sehe ich auch bei meinen Arbeiten, die kommen dann, weil sie sich interessieren und weil sie schon sehr viel wissen. Und das ist ja ganz anders wie früher, da haben wir ja überzeugen müssen. Feminismus war etwas Schreckliches, peinlich. Ja, es war peinlich. Und ich selber in der Intakt habe noch gesagt, na, Feministin bin ich nicht.
Ja? Ich habe also auch meine irrsinnige Arbeit gebraucht, Feministin zu werden und dazuzustehen. Das hat wirklich Zeit gebraucht. Sicher war ich 2 Jahre dort oder was, dass ich das echt in mir hatte. Also da ist sehr viel geschehen, unglaublich viel geschehen. Und das geht den Künstlerinnen jetzt viel besser wie früher. Ja, aber es ist noch Luft nach oben, würde ich auch sagen. Viel, natürlich. Ja. Man muss unbedingt arbeiten, nicht stehen bleiben. Frau Perschan, würden Sie sich als Feministin bezeichnen? Sicher, sicher. Es ist ja immer noch an manchen Stellen nicht positiv besetzt. Also es ist jetzt nun ganz und gar nicht so, dass das jetzt ein Begriff ist, der positiv besetzt wäre. Nein. Soweit sind wir noch nicht. Also insofern würde ich sagen, das ist ein Thema, das ist ein Dauerthema, aber es hat sich schon nuanciert, die Idee, was Feminismus ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und das, was Sie sagen, dass auch jetzt jüngere Künstlerinnen viel mehr wissen, das ist gut, das kann man auch zur Grundlage nehmen. Und die bestimmte Dinge müssen dann ja nicht wiederholt werden, wenn es möglich ist, darüber hinauszugehen. Und ich sehe auch, dass es durchaus auch radikale Formen gibt gegenwärtig. Also insofern ist das nach wie vor ein Thema. Und es ist gut, dass es ein Thema ist. Wunderbar, wichtig, ganz wichtig. Ja. Weiter. Herr Wiederfrager, wissen Sie, diese großartige Ausstellung im Verbund in Wien, die feministische Fotografie, ist die verwendet worden? Ach, das kann ich Ihnen wirklich sagen. Das fängt wieder an Ende September. Die ist großartig, ich liebe sie auch. Die fängt an Ende September erst wieder, weil lächerlich, die Lifte müssen also. Wie sagt man das? Also die Lift. Und das ist ein ziemlich hohes Gebäude und die mussten renoviert werden oder irgendwas. Und jetzt wurden zwei Stockwerke abgeräumt von der Kunst. Das wurde alles gemacht und jetzt wird das dann wieder aufgehängt. Aber das dauert noch einen Monat, also September. Aber dann unbedingt hingehen, das ist super. Wirklich, ja, ganz toll. Die haben eine Sammlung, das ist wirklich wertvoll. Ja. Gabriele Schor kommt ja auch hierher. Ja, die kommt auch. Sie wird hier sprechen mit der Ulrike Rosenbach, also da darf ich sie jetzt schon wieder einladen. Super, Ulrike. Genau. Und da kommt bestimmt auch die Sammlung, könnte ich mir vorstellen, oder vielleicht auch nicht, weil es geht ja dann um das Gespräch mit Ulrike Rosenbach, aber nichtsdestotrotz könnte schon eine Rolle spielen. Na sicher. Die Sammlung ist so wichtig. Was diese Frau zusammengebracht hat und feministische Avantgarde, das Wort alleine, hat so viel, also wirklich, das hat so viel ausgemacht. Gewaltig. Aber komisch, auch, nicht? Also einfach nur diese Bezeichnung feministische Avantgarde, das war so stark, damit hat sie alles mitgerissen. Eine Frau allein, super. Ja, jetzt könnte man natürlich auch sagen, dass damit sie auch ein Schlagwort kreiert hat. Da sind wir wieder bei den Strategien. Ja. Und dieses Schlagwort dann sehr tauglich geworden ist, genau diese Anliegen in eine breitere Öffentlichkeit zu bringen. Das ist die gute Nachricht. Die weniger gute ist, dass sie es auch im Unternehmen ist. Dieser Stellenwert der Sammlung zwar hoch, aber die Mittel und Möglichkeiten haben abgenommen in den letzten Jahren. Ja. Ja, sehr abgenommen. Ja, also so viel jetzt wieder zum Stellenwert, den man dieser Sammlung einerseits wunderbar, großartige Ausstellungstour, also auch da wieder eine Ambivalenz. Manchmal kann ich mich nicht des Gefühls erwehren, es gibt schon doch wieder so viele Momente des Reaktionären und Rückwärtsgewandten. Na sicher, ja. Aber sie hat, glaube ich, 1 Million gekriegt am Anfang. Ja, und jetzt nicht mehr. Und dann eine halbe Million und jetzt nur mehr ein Viertel oder sowas. Also es geht wirklich rapid hinunter. Genau. Und die Frauen werden aber teurer, das ist sehr schwierig. Aber sie gibt natürlich in New York, kommt jetzt eine Ausstellung. Das ist sehr, sehr schön. Und wir waren in Mumbok, wir waren eigentlich in den größten, schönsten, also in London, in den schönsten Ausstellungsgebäuden. Ne? Also das ist schon grandios. Und es wird wieder weitergearbeitet, dass andere Museen das übernehmen und so weiter. Also, ja. Ja, und eine größere super. Legitimation gibt es dann ja wieder nicht, weil dafür sind Vorstandsmenschen auf jeden Fall empfänglich.
Die Gorilla Girls haben vorgearbeitet. Ja. Noch eine Frage? Bitte? Ja, noch eine Frage. Welche Probleme sehen Sie heute als Feministin als Schwerpunktprobleme? Noch immer die Männer. Noch immer die Männer. Das ist jetzt nicht ganz fair. Also. Das Patriarchat, das sind ja dann nicht nur Männer gemeint. Ja. Sie meinen vermutlich manche es Männer. Es gibt noch immer Männer, die damals mich irrsinnig abgelehnt haben. Die waren damals 30 oder was. Die sind jetzt 70. Und das ist ein Klingel, eine Gruppe. Einer davon ist hier in Graz. Die wirklich Feministinnen ablehnen. Aber wie? Das würde mich jetzt interessieren. Und das ist ganz schwierig. Wer die Gruppe in Graz ist, sagen Sie mir dann nachher. Nachher, ja. Danke. Nachher. Unglaublich, ja. Gut, es gibt sicher auch Frauen, das weiß ich nicht, ja. Und wir schränken es vielleicht ein. Sicher, ja. Und es ist auch blöd zu sagen, sind die Männer, es sind, was ist es? Manche Männer und manche Frauen vielleicht? Es ist auch das Hausfrauentum und das Nicht-Glauben, dass eine Frau das kann, was ein Mann kann. Und eine Frau kann einfach noch nicht so genial sein und hat ein ganz anderer Wulst hinter sich mit Kindern und Haushalt. Das stimmt schon, es bremst uns unbedingt. Ja, aber es ist ein systemisches Problem, da kommen wir ja jetzt wieder hin. Also es gibt kein individuelles. So viele Punkte. Ich glaube auch, zu glauben, dass es uns bremst, ist eine Erfindung des Patriarchats, weil eigentlich allein die Tatsache, dass Frauen gebären können, gibt ihnen eigentlich so viel Macht. Und ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass das so sich gegen uns... Ja, das verstehe ich ja auch überhaupt nicht. Aber es ist so und das ist halt schon ein... Problem der patriarchalen Strukturen, die getragen werden, sich bremsen zu lassen. Das ist schon, wenn du arbeitest in einem Büro und du kannst Kinder kriegen als Frau, bist du schon immer so viel wert, weil du musst ja auch dann weg und kriegst das Kind und das ist alles, also die Frau nimmt dann das Kind über, meistens. Es hat sich gebessert, aber wie viele Männer machen das zu Hause? Also schon mehr und mehr. Ja, aber das sind 3% oder? Ja. Also das ist noch immer so wenig. Wir haben noch immer alles, ja? Noch nicht bei völlig gleichberechtigten Verhältnissen. Nein. Das betrifft die Kindererziehung genauso wie Einkommensverhältnisse. Da führt wieder zu dem Beispiel, das wir am Anfang hatten. Die Arbeiterinnen. Also die Asymmetrien sind nach wie vor sehr stark und es sind systemische Fragen, die auch entsprechen, dass wir wieder bei dem Aktivismus, der notwendig ist, also Taten auf verschiedenen Ebenen zu setzen, damit letztendlich auch ein Druck ausgeübt wird, sich auch, das ist ja auch eine gesellschaftspolitische Frage, ganz wesentlich, welchen Stellenwert welche Personen einnehmen können in einem solchen gesellschaftlichen System. Ja. Weitere Fragen? Ja. Ich möchte jetzt noch kurz zurückkommen auf den Begriff Feminismus und Feministin, weil mir macht es schon irgendwie Sorgen, dass wir eine Frauenministerin haben, die diesen Begriff eigentlich entschiedenlich drückt. Und sie, also eine Frauenministerin ist, ich bin keine Feministin und ich will auch keine sein, die das nicht bezeichnen. Also das finde ich schon besorgniserregend. Ja, so typisch. Das ist aber typisch, ja. Das ist es ja. Ich sehe eigentlich ein Riesengegensatz, Frauenministerin zu sein und dann Feministin diesen Begriff einfach abzunehmen, könnte ich meinen. Und so quasi damit. Sie besetzt mehr. Also wir sind das jetzt in der Gegenwart. Das sind aber die Männer dort, gell? Das sind die Minister. Da bin ich und jetzt der Kurz. Na klar. Nicht so sicher. Die ÖVP. Die ÖVP. Dass sie, da gehört doch jemand als Frau her, der denen entgegentritt, und das ist mir dann doch nicht wirklich dabei, Ministerin, also eine Frauenministerin, stell dir mal vor, dass dies hinter die Frau stellt. Sie haben vollkommen recht, ja. Und wenn die jetzt dann das an und für sich da in den Füßen tritt, dann ist das für mich im Gegensatz zu wie einer Donau, das ist ein Riesenrückschritt. Ist es, ja klar.
Moment, da hat sich noch eine andere Wortmeldung, also eins nach dem anderen. Ich versuche das im Blick zu haben. Sie haben jetzt etwas Wichtiges angesprochen, eine Ministerin, und das ist wirklich unsere Gegenwart, die keine Feministin sein möchte. Es gibt aber Männer, die sich als Feministen bezeichnen. Und das ist ein wirklich entscheidender Paradigmenwechsel, ein ganz wichtiger. Die Dame da hinten. Ich habe eine Ad-Hoc-Meldung. Wegen der Donau. Okay, gut. Dann Donau, dann kommt... Von der Johanna Donau besuche, auch dort ist die Zellbeprobe, die sich diese trotzigen Gräber anschaut, der Männer. Ja? Und das ist kleine Grab, wo man nicht einmal am Fuß des Grabes lesen kann, dass das Johanna Donau ist. Und daneben Brahma nicht besser. Also bist du gerade jetzt. Darf ich das wiederholen für alle, dass sie es hören? Also das ist jetzt ein interessanter ganz Hinweis. Wichtig, das Grab von Johanna Donau ist viel bescheidener in der Anmutung als sämtliches, was da drumherum ist an Pracht und Prunk. Und auch, das hat ja auch was mit Repräsentation und Macht zu tun. Oder Sie haben auch noch Brahma, nicht? Haben Sie genannt, genau, daneben. Also dass da schon alleine sich ein Unterschied selbst im Tod und in der Art und Weise, wie jemand in Erinnerung bleibt im Sinne eines Grabmals, ja, ganz wichtig, zeichnen ganz sich Unterschiede wichtig, ab. Ja. Das wäre jetzt. Wollen Sie dazu noch was sagen oder sonst die Wortmeldung da hinten? Zusammen? Nein, nein. Ja. Ich möchte auf eine Frage zurückkommen. Hat sich etwas geändert für die Frauen und kann sich Feminismus anders positionieren jetzt mit den neuen Möglichkeiten, wie Frauen sich ins Bild bringen können? Und mir sind so eingefallen, diese Influencerinnen, die sich produzieren, ja, und vervielfachen, ja, und mitteilen können an Hunderttausende von Leuten. Ist das eine Art, oder verstehen Sie, dass es eine Art Durchbruch oder Aufbruch, oder bleibt es trotzdem in Klischees gebunden, was da an Möglichkeiten ja. Also ich kenne mich nicht sehr gut aus in diese Sachen. Ich schaue da nicht rein. Ich mag das nicht. Ja. Es ist wieder die Frau, die hat gesagt, ich kaufe diese Schminke, ich ziehe diese Kleider an, ich mache diese Schuhe, macht Werbung dafür und kriege Geld dafür. Ob das sehr feministisch ist, kann ich eigentlich nicht bejahen. Ich möchte aber hier einwenden, dass, also das Schwierige ist, ich denke tatsächlich, wir sollten von Generalisierungen in jeder Hinsicht Abstand nehmen, ja, ja, weil man dann sofort wieder Kategorien bildet. Und was wir vorhin sagten, eine Ministerin, die keine Feministin sein will, aber ein Mann, der sich durchaus als Feminist bezeichnen kann, so ist das auch bei Influencerinnen. Ich sage jetzt nur Barbies Ruder, das ist genau eine Position, die das sehr aktivistisch, pro-feministisch betreibt. Also ja, man kann auch genau die, das, die was Sie ja jetzt problematisiert haben, kann man auch dekonstruieren. Ja. Das gibt es sehr wohl, da gibt es einige radikal feministische Positionen im Netz, im Social-Media-Bereich, und insofern ja, Künstlerinnen heute nutzen ganz selbstverständlich diese Bereiche, und Barbies Ruder zum Beispiel geht gegen sämtliche Idealvorstellungen. Sie ist laut, sie ist aufdringlich, sie ist provokant im besten Sinn und geht gegen alles, was übliche Schönheits- und Idealvorstellungen, die sozusagen Mainstreaming nach wie vor vorhanden sind, an. Also es lohnt sich, ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich, dass wir heute eine viel facettiertere Situation vorfinden, mhm, und das wäre auch gut, wenn wir auch versuchen, einen facettierteren Blick auf dieses große Thema Feminismus einzunehmen. Also das wäre jetzt meine Position. Aber vielleicht auch noch Frau Perschon, wie Ihre Perspektive jetzt auf die neuen Praktiken oder die neuen Praxen im feministischen Bereich. Ich möchte nur... Werbung ist vielleicht falsch. Ich möchte auf die Burschenschaft-Hysteria hinweisen. Ja, zum Beispiel. Die sind super. Ja. Da haben wir doch nachforschen, und das ist eine ernstzunehmende, ja, Bewegung. Ja. Auch wenn sie teilweise aus einem performativen Kunstkontext kommen, aber trotz all dem, also das ist schon eine sehr radikale Frau. Position, ja, die sie, ja, einnehmen, aber mit sehr klugen Strategien, ja, arbeiten. Genau. Ja, aber auch Girls on Horses. Also es gibt zum Beispiel, also ich wollte, ja, also die unglaublich viel. Das ist auch wieder sehr positiv die zu vermelden. Sehr, ja. Also es tut sich schon was. Also natürlich, ich sehe das so halb.
Wir sitzen ja auch alle da, oder? Das, ist ja was, das zeigt schon sehr viel, gut, dass wir miteinander reden. Noch etwas? Ich würde ja dann auch gerne Frau Persch schon fragen, woran arbeiten Sie gerade? Das interessiert mich jetzt persönlich. Ich habe begonnen vor einigen Wochen mit der Doris Ullich, einer Performance-Künstlerin und Choreografin, zu arbeiten. Und ich glaube, das wird ein lebenslanges Projekt jetzt zwischen uns, dass wir, also ich filmisch mit ihrem Bewegungsuniversum sozusagen mich auseinandersetze. Und wir haben jetzt erst begonnen, also wir schauen jetzt mal, wir versuchen eigentlich ihre Ideen von Energie, Transformation von Energie und ihre Arbeit an Philosophie des Fleisches und so weiter, also wer sie nicht kennt, unbedingt googeln, und versuchen eigentlich so eine Art Forschungsfrage, wie kann man diese Energie archivieren mit dem Medium Film, so, das ist eigentlich das, was so jetzt also begonnen hat. Aber ich habe gerade einen 6 Wochen alten Sohn. Das ist jetzt ja, ein Moment. Also, das, und der schreit auch jetzt. Also ich muss jetzt, glaub, ja, aber es wird sie nicht hindern. Also wir enden auch, wir würden jetzt auch enden nochmal so. Also wenn Sie jetzt weg müssen, dann laufen Sie. Ich komme dann nachher. Genau, zu euch, ja, super. Sie, bitte, danke, machen Sie das. Frau Bilz, auch noch, Sie bereiten sicher Ihre Ausstellung in der Landesgalerie vor, nehme ich an, zum einen. Ja. Und gibt es auch an Sie die Frage, woran arbeiten Sie aktuell? Woran arbeite ich? Das ist eigentlich sehr geheim. Okay, wenn es sehr geheim ist, dann warten wir. Ja. Wir schauen uns alle die Ausstellung in der Landesgalerie an. Ja, sehen genau, wir das dann. Weil das ist also ganz wesentlich. Die ist Juli 21 und wird ganz groß, also die ganze Kunsthalle, ja. Achso, ist gar nicht in der Landesgalerie, ist eine Kunsthalle. Nein, Kunsthalle, ja, ist mir auch lieber. Ist auch größer. Ja, es ist ja besser für Kunst, würde ich sagen, angenehmer. Aber ein Raum hat ein deutscher Künstler und alle anderen habe ich, also das ist sehr super. Wer ist der deutsche Künstler? Ich bin so neugierig. Ich weiß es nicht. Danke. Okay. Gut, ich werde es sehen. Weiß es nicht. Ich glaube, das ist jetzt das ideale Schlusswort. Eine Perspektive. Ich weiß es nicht. Das fahren ist Sie gut. Nach Krems. Genau. Ist doch auch mal interessant, weil ja, üblicherweise fallen ja dann auch den männlichen Kollegen manchmal. Und wie war nochmal der Name dieser Künstlerin? Jetzt haben wir es umgekehrt. Ist genau. Fair enough, würde ich sagen. Genau. Also, gut. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse. Ich auch. Und ja, haben Sie noch einen schönen Abend. Und wie gesagt, es gibt noch 2 Gespräche. Also eines, das hält dann meine Kollegin Katrin Bucher. Das wird, tja, wann ist das? Hier steht's, Moment. Am 8.9. in Konversation mit Herrn Lugus, Heidrun Primas und Peter Pakisch. Das findet auch um 18 Uhr statt. Und das Gespräch Gabriele Schor und Ulrike Rosenbach am 15.9. um 18 Uhr. Also ich hoffe, wir hoffen, dass wir Sie dann wiedersehen. Sehr viel Freude gemacht.